Es ist 16:30 Uhr. Auf dem Betrieb der Familie Tribu im wattländischen Bassin werden die Kühe zum Melken der Weide geholt. Seit mehr als 4 Generationen führen sie in der Genfersee-Region ihren Landwirtschaftsbetrieb. Hier werden 50 Kühe von der Rasse Holstein und Red Holstein gemolken. Die Tiere werden in den Medien nicht immer wohlwollend aufgenommen. Begriffe wie überzüchtet, krankheitsanfällig oder kurzlebig werden ihnen angehaftet. Wir wollen vitale Kühe, die lang leben, produktiv und fruchtbar sind. Das hängt stark von der Gesundheit ab. Wir legen darum unser Augenmerk auf das Wohlbefinden des Tieres. Zum Beispiel auf die Ernährung und ein gesundes Umfeld. Das hat seinen Grund. Je länger eine Kuh lebt und Milch produziert, umso nachhaltiger ist sie und umso tiefer sind für den Bauer die hohen Aufzuchtkosten. Voici Ghana. Das ist Ghana. Sie ist 15 Jahre alt und hat bis jetzt über 113'000 Kilo Milch gegeben. Nikea ist jünger, hat aber in der zweiten Laktation über 12'000 Kilo Milch in einer höheren Qualität geliefert. Damit sie diese Leistung gesund erbringen können, brauchen sie ideale Voraussetzungen. Für uns müssen die Kühe ohne Stress in einer ruhigen Umgebung leben können. Dazu gehört neben einer ausgewogenen Futterration eine tiergerechte Haltung. In der Fachsprache wird das Kuhkomfort genannt. Grosszügige Liegebox, frisches Wasser und ein angenehmes Stallklima garantieren gesunde und produktive Kühe. Und natürlich darf die Bewegung im Auslauf und auf der Weide nicht fehlen. Dans les conditions agricoles suisses, in der Schweizer Landwirtschaft ermöglichen Holsteinkühe eine rentable Milchproduktion, die umwelt- und ressourcenschonend ist.